Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick. Wir sind jetzt in Kapitel 14. Soweit ich weiß, gibt es 18 Kapitel in diesem Spiel. Ich bin mir aber noch nicht sicher, es können auch mehr oder weniger sein, aber ich glaube, es waren 18. Das heißt, wir nähern uns so langsam dem Finale. Es ist auch schon 1:28 Uhr, das heißt, die Nacht wird nicht mehr ewig dauern. Und wie wir ja wissen, zumindest hat uns Ray das am Anfang erzählt, werden wir uns auflösen, sobald die Sonne aufgeht. Temsig Park, der Ort, an dem die kleine Carmilla heute Nacht entführt wurde. Und der Ort, an dem ein wichtiges Beweisstück, die Spieldose, versteckt wurde. Ein wichtiges Beweisstück, die Spieldose, versteckt wurde. So ist die Betonung richtig, aber egal. Moment, aber der Koch? Ach so, sein Hühnchenparadies ist ja ein bisschen kaputt gegangen. Ich frage mich, warum unsere Kommissarin so bedrückt wirkt. Immerhin ist sie nicht tot, aber was hat sie da gefunden? Schauen wir uns das mal an. So, hier waren wir ja schon. Hier stand ja der komische Van von dem Polizisten. Eine Broschüre mit einem kaputten Blatt. Aha. Ja, da ist der Chef. Huch, was tut er denn hier? Na, sein Hühnchenkavalierparadies ist kaputt. La la la, lass mich einen Moment mit dir verbringen, meine Liebe. Die Welt geht nicht unter, wenn das Essen später kommt. La la la. Ich kann nicht singen. Später? Es ist doch schon eiskalt. Ach, da. Ach, das ist eine Lieferschachtel. Wahrscheinlich ist wieder irgendwer gestorben, deswegen ist er jetzt hier oder so. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal in seine überdimensionierte Kochmütze rein. Ach, ich kann schneller springen. Ich glaube, das wird ihm nicht gefallen, aber es ist mir egal. Wie das aber abgeht, ne? Das macht Spaß. Was ist passiert? Ich habe nicht einmal meine Beine bewegt. Die Schaukel schaukelt mich und ich schleudere das Hühnchen. Die Schaukel schaukelt und das Hühnchen wird geschleudert. Am Ende läuft alles wieder auf das Hühnchen hinaus. Ich mache mir nicht einmal die Mühe, das zu verstehen. Weiter. Das ist eine gute Idee. So, wir haben hier den Basketball, eine Kletterkugel, noch mehr von diesen komischen Broschüren. Oh, ein Liebesbrief. Für wen der wohl sein wird? Kann ich den lösen? Ja, so komme ich nach oben. Will ich überhaupt nach oben? Ich wollte mich eigentlich erstmal unten umgucken, aber nun gut. Vor allem, was ist hier überhaupt für Müll im Baum? Broschüren, ein Schirm, ein Liebesbrief, ein Rugbyball. Aber da unten ist Lynn. Und wer aufmerksam war, dem wird das hier bekannt vorkommen. Das war nämlich schon mal innerhalb dieses Let's Plays zu sehen. Ich meine jetzt nicht an diesem Ort, sondern an einem anderen Ort. Mal schauen, wem es auffällt. Aber egal. Ja, ich will hier runter. Ich sagte, ich will hier runter. Na toll, das hat irgendwie nichts gebracht, ne? Naja, ich glaube, ich muss es drehen, dann komme ich dann nicht mit dem Basketball auf die Wippe. Baseball. Lass mich raten, kippen und dann in den Baseball. Oder erst in den Ace Baseball und dann kippen? Nein, das geht nicht. So, hallo Lynn. Oh, da bist du, Sissel. Deinem niedergeschlagenen Gesicht entnehme ich, dass du nicht gefunden hast, wonach du gesucht hast. Richtig. Ich kann die Spieldose nirgends finden. Doch stattdessen habe ich etwas Schreckliches gefunden. Etwas Schreckliches? Was denn? Da, im Gras, schau selbst. Tja, da liegt einer unter dem Stein. Sieht aus wie eine Leiche. Ich bin fast gestorben, als ich sie gesehen habe. Und ich schätze, da wir sie gefunden haben, lassen wir sie nicht liegen. Nein, wohl eher nicht. Okay. Dann gehen wir doch noch einmal hin. Containerdeckel, Schaufel, Maskottchen. Ein Stein als Maskottchen. Ja, super. Hallo. Ich glaube, den haben wir auch schon mal gesehen, ja. Sie dürfen den Park nicht zum Wohngebiet umbauen. Schützt den Park, den Fels der Götter. Sieh da. Reden Sie mit mir? Ich habe ein paar Handzettel für Sie. Handzettel, die Sie ganz sicher interessieren. Lesen Sie sie aufmerksam. Erfassen Sie jedes Detail. Wie auch immer.
Erinnern Sie sich an Ihren Namen? Mein Name... Was sind schon Namen, wenn es Wichtigeres gibt, um das man sich Sorgen machen muss? Okay. Kommen Sie, studieren Sie diese Zeilen mit mir, mein Bruder. Erfahren Sie mit mir etwas über den Fels der Götter. Die Nacht ist nicht mehr jung, die Sonne rückt immer näher, doch wir sind jung. Ich habe jetzt keine Zeit, mich mit der Art, auf die Sie gelebt haben, auseinanderzusetzen. Aber ich interessiere mich wahrlich brennend für die Art, auf die Sie gestorben sind. Also, gehen wir zurück zur Zeit 4 Minuten vor Ihrem Tod. Machen wir das doch. Schau mal, wie er unter diesem Fels begraben wurde. 4 Minuten vor dem Tod. 8.25 Uhr? Oh, das liegt aber schon einige Zeit zurück, oder? Da ist auch noch der Typ aus dem Van da. Und so beschloss ich, hier zu leben, um den Park zu beschützen. Okay, und was hat das mit dem Fels der Götter zu tun, von dem Sie sprechen? Sie scheinen es immer noch nicht zu verstehen. Es steht doch ganz genau auf diesem 4. Handzettel. Verzeihung, aber ich muss zur Toilette. Ist eine gute Ausrede, um wegzugehen. Würde ich auch machen. Das sieht ein bisschen nervig aus. Eek, irgendwer schreit. Oh, das kam mir, der wird gerade entführt. Los, rette sie. Ich kann mal. Ziemlich akrobatisch, der Kerl. Halte durch. Ich bin gleich da. Okay. Zielperson geortet, schöne Bändler. Ein Mädchen im richtigen Alter verlässt gerade das Gebäude. Oh, da ist die Spieldose. Ja, mein Herz, ich schnappe sie ganz vorsichtig und bin gleich wieder bei dir. Aber Moment mal, seht ihr das da oben? Der Stein ist gerade über Camilla. Guten Abend, junge Dame. Willst du nicht mit mir kommen? Yeah! Genau, schrei mal schön. Oh Götter, was mache ich nur? Ich muss etwas tun. Aha. Okay, aber da fällt der Stein auf Camilla. Irgendwas ist falsch. Was? Was ist da gerade passiert? Der Stein hat sich... Was ist da passiert? Oh, das ist Mino. Mino? Mino, das Maskottchen, das Symbol des Tensic Parks. Vergiss den Namen dieses hässlichen Betonhaufens. Ich spreche davon, wie er die Richtung geändert hat. Hast du das nicht gesehen? Doch, habe ich. Wir haben es selbst gesehen, mit den eigenen Augen. Die Macht des Felsens der Götter. Das war die Macht der Götter. Die Götter haben das kleine Mädchen gerettet. Und stattdessen ausgesprochen vorsätzlich... Was? Oh, und stattdessen ausgesprochen vorsätzlich sie zerquetscht? Ja, genau. Das nennt man den Mutwillen der Götter. War das der Mutwille der Götter oder war es ein Geistertrick? Oh nein, es kann kein Geistertrick gewesen sein. Kein Geistertrick kann die Richtung von etwas derart schwerem im Flug ändern. Aber Moment mal. Was, wenn es jemand mit viel größeren Kräften als mich gibt? Okay. Drehen wir mal die Zeit zurück. Vielleicht können wir ihn ja treffen. So, wir sind erstmal hier. Was können wir denn machen? Wir können... Oh, was liegt denn da drin? Sehen Sie, da ist noch eine Flamme außer mir. Oh, das ist also die Flamme der Götter? Aber, Moment mal. Ihre Seele ist auch eine Flamme, oder? Ja, und? Verzeihung, aber sind Sie ein Gott? Das bezweifle ich doch stark. Im letzten Moment ist der dicke Klotz zur Seite geschwungen. Das war wohl das Werk der Flamme. Wer kann es sein? Ich glaube definitiv, dass es ein Gott oder etwas Göttliches war. Vielleicht sollte ich mit dieser Person reden. Ja, machen wir das mal. Ist das der Manipulator, von dem vorher die Rede war? Aber der kann Menschen kontrollieren. Hallo? Was zum... Diese Person, die viel stärkere Kräfte hat als ich. Das bist... Du? Hey! Cecil! Ja, es ist Rakete. Ich bin's, Rakete! Du siehst gut aus, dafür, dass du tot bist. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen, was ich gemacht habe? Ich habe es geschafft. Ich habe mich ganz doll bemüht und es geschafft. Ich habe Fräulein Camilla gerettet. Ich wurde wirklich von einem Hündchen zerstampft?
Rakete, was ist los? Woher hast du die Kräfte der Toten? Ich bin froh, dass du das fragst. Nachdem ihr weg wart, Fräulein Carmilla und du. Oh, ich bin hinterher. Habe ich mich angestrengt, meinen eigenen Weg zu finden. Ich hab's geschafft. Okay, und wie hast du das geschafft? Durch die Tür. Ah, er hat die Tür auf. Wow. Es war wahrscheinlich ein Glückstreffer. Dann bin ich Fräulein Carmilla in die große weite Welt gefolgt. Und hier im Park habe ich sie schließlich gefunden. Und ja, ich habe gebellt. Aber wie? Und ich bin ihr hinterhergerannt. Boah, was für ein Blödmann. Und dann bin ich wohl gestorben. Dann war ich eine Weile bewusstlos. Als ich zu mir kam, war alles vorbei. Armes, armes Fräulein Carmilla. Unter diesem riesengroßen, furchterregenden Klotz begraben. Oh, oh, was habe ich getan? Es tut mir so leid, kleine Lady. Bitte vergib mir. Fräulein Carmilla! Ich musste Fräulein Carmilla retten. Es lag allein an mir. Ich habe aus der Tiefe meines Herzens geschrien. Und dann... Ich kann dir gar nicht sagen, wie überrascht ich war. Das verstehst du doch, oder? Wahrscheinlich besser als jeder andere. Und dann habe ich mich daran erinnert, was du für mich getan hast. Also, bist du zurückgegangen? Zu der Zeit 4 Minuten vor dem Tod der kleinen Lady? Und ich frage mich gerade, was ist das da im Hintergrund? Also, ich meine jetzt nicht die Seele von Rakete, sondern das andere, was da aus dem Boden kommt, ja? Darauf kannst du Gift nehmen. Oh, er ist grün, cool. Ja, mein Herz, ich schnappe sie ganz vorsichtig und bin gleich wieder bei dir. Dann hat er die... Wie hat er das gemacht? Ich dachte, jetzt ist meine Chance. Ich sah den Kern. Weiß nicht, sieht ziemlich weit weg aus. Ich habe meine Pfote zum Kern hingestreckt und oh, wie sich das anfühlte. Ich finde es toll, wenn du das auch mal fühlst. Nur zu, Sissel, versuch es einmal selbst. Okay. Ja, Rakete kann ein bisschen weiter reichen als ich. Ich kann es nicht glauben. Wie konntest du über eine so große Entfernung eine Verbindung herstellen? Nun, man nennt mich nicht umsonst Rakete. Und dann hast du das Nino-Ding manipuliert und zur Seite geworfen? Genau auf meinen Kopf. Nun, ehrlich gesagt, nein. Hä? Ich kann keine Dinge manipulieren wie du, Sissel. Nicht, aber wie hast du dann... Ich wusste nicht, was ich tun soll. Dann habe ich etwas aus dem Augenwinkel gesehen. Das hatte auch einen Kern. Ja, das Blatt da oben. Ein einzelnes Blatt, das vom Baum hing. Ich habe versucht, nach dem Blatt zu greifen. Okay. Was in aller Welt? Ich kann keine Dinge manipulieren, aber offenbar kann ich sie tauschen. Das heißt, solange sie die gleiche Form haben. Dinge mit der gleichen Form tauschen? Los, versuch es mal. Berühre die Taste tauschen. Wechseln steht da, nicht tauschen. Ah, das ist unglaublich. Und so hast du also dein Fräuchen gerettet? Und so bin ich also in diesen Schlamassel geraten. Es tut mir so leid. Meine Kräfte waren zu schwach. Schwach? Weißt du, ich habe noch einen gesehen. Ah, der Football. Mir ist noch ein Kern aufgefallen. In den Zweigen eines Baumes hing etwas mit der genau der gleichen Form. Hey, du hast recht. Wenn man Mino damit tauschen könnte, würde das Desaster nicht über meinen Kopf hereinbrechen. Aber was ist das für ein Ding? Es ist zu groß für ein Blatt. Was immer es ist, ich hätte es lieber auf dem Kopf als Mino. Das ist der Football-Mann, den haben wir doch schon gesehen. Warum hast du es nicht getauscht, Rakete? Ich konnte nicht. Ich kann meine Pfote etwas weiter strecken als du, Sissel. Aber das war zu weit für mich. Ich kam nicht ran.
Und da ist natürlich klar, dass er Carmilla rettet und nicht den Kerl da. Treues Hundchen. Ich muss sagen, das ist schon ein spektakulärer Tod. Ich habe es immer und immer wieder versucht und geschaut, ob ich etwas anders machen kann. Aber jetzt kannst du etwas tun. Hä? Wenn wir beide zusammenarbeiten? Cecil, glaubst du das wirklich? Ich habe heute nicht vor, jemanden vor meiner Nase sterben zu lassen. Meinst du kannst mir helfen? Klar doch! Natürlich! Wir lassen Mino einfach woanders fallen. Okay, versuchen wir es. Gehen wir 4 Minuten zurück. Ja, das finde ich auch sehr cool, dass wir... Jetzt, wir haben die ganze Zeit mit Cecil gearbeitet und immer nur die Objekte manipuliert. Und jetzt kamen auf einmal 2 Geisterseelen zur Verfügung und können jetzt noch viel komplexere Sachen machen. In Ordnung, los geht's. Also, in 4 Minuten tauschst du Mino mit dem Blatt und dann musst du Mino nochmal tauschen. Gegen etwas mit der gleichen Form. Oh, ich glaube, das ist ein Rugbyball. Okay, Rugbyball, ha? Huh? Aber da, wo der Ball jetzt ist, kommt Rakete nicht hin. Ich muss ihn also irgendwie näher zu ihm bringen. Sieht aus, als müssten wir hier zusammenarbeiten, Rakete. Okay, ich bin bereit. Wenn du tauschen willst, berühre einfach das Symbol da unten, wo ich drauf bin und der Pfeil auf mich zeigt, in Rot. Oh, so ein schönes Porträt von mir. So kannst du mich steuern. Und wenn du das mit deinem hässlichen Gesicht da berührst... Entschuldigung. Habe ich wieder die Kontrolle. Du kannst aber auch mit Select zwischen uns auswählen. Select, hä? Ich werde daran denken. Okay, versuchen wir es. Zusammen können wir das verhindern, dass Mino jemandem wehtut. Gut, dann versuchen wir das mal. In Ordnung, Rakete. Deine Kräfte sind dieses Mal der Schlüssel. Okay, ich bin bereit. Ich kann alles tauschen, was die gleiche Form hat. Ruf mich einfach, wenn du das ausprobieren willst. Ich sollte wohl zunächst ein paar Sachen durchprobieren und schauen, wie es geht. Und wenn ich etwas tauschen möchte, berühre ich das Symbol mit Rakete. Ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt sofort bei Rakete rein und gucken mal. Kann ich den Hebel mit dem... Nein, da komme ich... Doch, da komme ich dran. Nein, ich will nicht mit dir reden. Na, es hat nicht die gleiche Form. Schade. Sonst hätte ich das tauschen können. Die Schaufel mit dem Schalter. Dann hätte er gar nicht erst den Schalter drücken können. Öltonne, Containerdeckel, der Reifen. Wir haben noch irgendwo noch was. Genau, wir können den Reifen mit dem Baseball tauschen. Aber bringt das irgendwas? Ich weiß ja nicht. Und dann können wir den... Ey, das hat die gleiche Form, oder nicht? Wir können den Reifen mit dem Basketball tauschen, okay. Die Frage ist aber halt, bringt uns das irgendwas? Also hier ist der Rugbyball, ja. Schau dir diesen komischen flachen Ball an. Er hat die gleiche Form wie der schreckliche Mino, aber von hier aus ist er zu weit weg zum Tauschen. Sogar der Ball fängt für mich so an, schrecklich auszusehen. Wir müssen den Ball irgendwie näher an das Mino-Ding bringen. Werfen Sie ihn vom Baum, sage ich. Es muss etwas geben, was wir tun können. Joa, ich habe bloß keine Ahnung. Gucken wir mal. Es hat bestimmt mit der Wippe zu tun. Containerdeckel öffnen. Oh nein. Bleib da hinten. Baseball. Kann ich die Wippe bewegen oder ist das zu schwer? Das ist zu schwer. Ich kann sie nicht bewegen. Vielleicht wegen des Tausches? Ein kleiner Ball ist wohl das Schwerste, was ich schaffen kann. Vielleicht wenn der Kerl hier auf die Wippe drauf springt. Puh, da kommen sie schon. Das habe ich mir geschworen, meinen Fehler nicht zu wiederholen. Fehler? Wenn jemand in Not ist, muss man ihm helfen. Sonst bereut man es ganz sicher. Und da hat der Wagemut der Jugend mich übermannt und macht mich zum Blitz. Ich denke mir gerade, wenn wir den Mann am Rennen hindern, wird er vielleicht nicht zu Moose. Ich bin nicht leicht aufzuhalten, wenn der Wagemut der Jugend mich übermannt. Ihn aufhalten? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich meine, wir können zwar den... Ah, ich komme da nicht... Okay, als Zissel komme ich hier nicht rüber. Das heißt, ich muss den Baseball da irgendwie drauf tun. Weil sonst kann ich die Wippe ja nicht bewegen. Nein, nicht mit ihm reden. Nein. Du sollst in den Ball rein. Genau. Jetzt tausch die doch mal. So. Das heißt, jetzt kann ich den bewegen und da komme da rüber. Komm ich? Die Frage ist... Ah, halt. Nein. Ich will da hoch. Die Frage ist, ob ich als Cecil... Ach, ich verpasse das ständig.
Ich bin durch den roten Kopf von einem Kerl so irritiert. Die Frage ist, ob ich halt als Sizzle hier hoch zu dem Rugbyball komme. Ah! Der hat da was hochgeschleudert. Wahrscheinlich ist es jetzt schon zu spät. Was halten Sie von meiner rasenden Geschwindigkeit? Ich wünschte, Sie ließen das. Wir haben keine Zeit, uns vorzubereiten. Wir müssen ihn irgendwie vom Rennen abhalten. Soweit ich sehe, geht das nur mit den Spielplatzgeräten. Den was? Na, Pippe, Schaukel, sowas halt. Genau. Genauer gesagt, gibt es da noch ein weiteres Gerät. Ihn mit den Geräten aufhalten? Vielleicht sollte ich die Sache hier überdenken. Ja, ihr habt gesehen, der Baseball ist hier hoch an den Schirm geflogen. Das heißt, vermutlich müssen wir, nachdem wir mit Sizzle hier rüber sind, mit Rakete das irgendwie austauschen, dass zum Beispiel der Basketball da hochfliegt. Ja, nee, ich glaube nicht, dass wir jetzt noch was tun können. Deswegen drehe ich die Zeit mal zurück und dann schaue ich mal, was mir noch einfällt, was ich ausprobieren kann. So. Diesmal gehe ich erstmal als Sizzle darüber. Na, da komme ich nicht rein, aber ich kann ja den Deckel aufmachen. Von daher ist das überhaupt kein Problem. So, dann will ich nämlich erstmal den Baum erklimmen. So. Schau sich das einer an. Hier liegen aber viele runde Dinge herum. Ja, das habe ich doch schon längst gemerkt, Sizzle. Oh Mann, dann bin ich dran, oder? Oh Mann, meine Haare sind auch rund. Also, um Raketeskräfte zu nutzen, berühre ich einfach das Symbol mit Rakete drauf. Und versuche es. Ich versuche es und schaue, was passiert. Ja, ja, bla bla. Komme ich da nicht dran? Dann muss ich die Wippe erst zurückbewegen. Okay, ich komme da wahrscheinlich erst drüber, sobald er das Ding dreht. Moment, kenne ich die Blase schon? Ja. Ich kann das nicht drehen. Moment. Rakete, komm du doch mal hier rüber. Du wirst gerade gebraucht. Lass mich überlegen, ob das richtig ist. Moment, warte mal. Ich werde erstmal das vertauschen. Dann kommt der Baseball da rein und dann kommt das Rad hier auf die Wippe. Denn wenn auf einmal das Rad, also wenn da erst der Baseball drin ist und er da drauf geht und sich schwingt und auf einmal der Ball da reinkommt, dann dürfte das Ding ziemlich einen Umschwung kriegen oder so. Von daher gucken wir mal, ob das was wird. So, ich möchte jetzt wieder zu Sizzle. Und dann müssen wir jetzt warten, bis er sich auf das Ding drauf schwingt. Genau jetzt. Nein. Ja, bla 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 bla. Komm. Ghost, so. Also ich will erstmal hier rein, das ist klar. In den Stiefel und Rakete soll das tauschen. Das hat jetzt auf einmal eine andere Form. Das ist natürlich doof. Okay. Aber, Moment, Rakete, du sollst dann bitte noch den Basketball auf die Wippe drauf tun. So. Und ich warte jetzt erstmal. Irgendwie bringt das nichts, den Reifen unten reingetan zu haben. Oder? Ah, warte mal, ich hätte das Ding noch schneller drehen können. Okay, das hat nichts gebracht. Der Baseball muss also da drauf bleiben. Okay, nochmal von Anfang an. Das ist jetzt ein schwereres Rätsel. Also, ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich habe es komplett vergessen. Und ich muss einfach herum experimentieren. So, gut. Ghost. Dann das gleiche wie vorher. Erstmal mit Sizzle hier rüber gehen. Und versuchen, in das Drehding reinzukommen. Aber was meint er? Es gibt noch eine Attraktion. Meint er die Schaukel? Aber da komme ich nicht dran. Oder Moment, kann Rakete da irgendwas machen? Das will ich jetzt mal ausprobieren. Ja, Rakete kann in die Schaukel. Aber das bringt uns nichts, weil wir hier nichts haben, was dieselbe Form hat wie die Schaukel. Und nehmen wir mal an, Sizzle ist im Moment, wenn Sizzle im Reifen ist, kann ich dann den Reifen. Nein, den kann ich nicht damit tauschen, wenn er da drin ist. Das ist natürlich schade.
dann muss ich mir irgendwas anderes ausdenken. Und dann gehen wir erstmal hier runter. So. Der Baseball ist da ganz gut. Aber irgendwie muss ich die Dinge doch vertauschen, oder? Oder nicht? Moment, warte mal. Wenn ich jetzt den Ball... Nein. Das sollst du vertauschen. Vielleicht springt er dann auf den Reifen drauf. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis er da reinkommt. Ich glaube nicht, dass der Reifen da drauf bleiben muss. Aber schauen wir uns erstmal an, was da passiert. So, dann drehe ich das erstmal schneller. Wow. Krass. Moment. Ich will erstmal da hoch und dann kann ich lesen, was da drin steht. In der Blase. Wow, das habe ich nicht vorhergesehen. Kennen Sie nicht das erste Gesetz der Kletterkugel? Hä? Sogar kleine Kinder behandeln Sie mit Respekt. Sie wissen, dass sie nicht aufzuhalten ist, wenn man sie zu stark anschubst. Ja, sie sieht ganz schön gefährlich aus. Sieht aus, als müsste ich eine Weile so durch die Luft fliegen. Das könnte uns etwas Zeit verschaffen. Vielleicht dreht er sich einfach die vollen 4 Minuten. Tut mir leid, aber so lange halte ich das niemals durch. Ja, aber zumindest hindert ihn das eine Weile am Rennen. Mal schauen, wie wir diese Chance nutzen können. Ja, erstmal kann ich hier hoch. So. Und dann kann ich in den Schirm und den Schirm schließen. Aber erstmal will ich gucken, ob ich nicht hier noch was machen kann. Moment, ich tausche erstmal das. Und dann tue ich den Baseball wieder da rein. So, du schließt jetzt erstmal den Schirm, bitte. Das war wahrscheinlich falsch. Oh, das war so knapp. Hätte er den Ball getroffen, wäre er runtergefallen. Alles, wozu man den Schirm nutzen kann, um den Rugbyball runterzuwerfen? Vergiss meine Kräfte nicht. Und vergessen Sie meinen Wagemut der Jugend nicht. Moment, wenn ich den Schirm jetzt aufmache, vielleicht bringt das ja irgendwas. Warten wir erstmal ab, was passiert. So. Nee, der Ball fliegt da hoch. Wahrscheinlich hätte ich wirklich den Basketball da draufhauen müssen. Seth, hast du das gesehen? Hast du die Wippe gesehen? Ja, sie hat den kleinen Ball ganz schön hoch, ganz schön in die Luft geschleudert, hä? Schade, hätte er doch den Rugbyball getroffen und heruntergeholt. Vielleicht ist er dazu zu leicht. Hey, warte mal. Vielleicht sollten wir etwas Schwereres dort hinaufschleudern. Ja, die Idee hatte ich doch schon. Okay, dann machen wir das nochmal. Also ich denke nicht, dass wir den Reifen da drauf machen müssen. Der ist einfach zu schwer dafür. Aber den Basketball, damit könnte das schon was werden. Ghost. Ich drücke die falschen Knöpfe. So, erstmal wieder mit Sizzle hier rüber und an das Drehkarussell heran. Das ist ja der erste Schritt, den wir machen müssen. Ja, du kommst jetzt dahin, auf die Schaukel. Und ich krieg bitte den Ball. Dankeschön. So. Schau sich das einer an. Och nee, Sizzle, das hatten wir doch schon. Das musst du jetzt nicht nochmal wiederholen, bitte. Bla, bla, bla. So. Und jetzt mit Rakete. Komme ich da gerade nicht dran. Deswegen muss ich das wieder in die Richtung bewegen. Dann kann ich den Basketball da drauf tun. So, wechseln wir das mal. Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt irgendwas mit dem Reifen machen müssen. Deswegen lasse ich den da erstmal liegen. Und gehe jetzt hier rein. Oh ne, warte, erstmal schneller drehen, ne? So, damit wir ein bisschen mehr Zeit bekommen. Und dann kann ich irgendwas mit dem Schirm machen. Also der Schirm ist definitiv der Schlüssel. Und der Ball. Also der richtige Ball. Oder eben der Reifen. Ah, das ist alles sehr kompliziert. So, aber ich bin mir sicher, dass wir den Schirm erstmal da runter machen müssen. Und dann machen wir den Schirm auf. Mal schauen, was dann passiert. Mit dem Basketball da unten. Vielleicht ist das ja schon des Rätsels Lösung. Springen da drauf. Jetzt ist der Ball im Schirm. Aber was bringt uns das? Huch, das habe ich wirklich nicht erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass der Schirm den Ball auffängt. Hast du das gesehen? Der Ast, er hat sich ein bisschen gewackelt. Ich habe ihn auch wackeln sehen. Würde er doch nur ein wenig mehr wackeln.
dann würde der schreckliche Rugbyball herunterfallen. Von diesem schrecklichen Baum! Vielleicht brauchen wir ein wenig mehr Gewicht. Wir schaffen es ganz sicher. Wir müssen nur die Köpfe zusammenstecken. Bis jetzt sieht alles noch gut aus. Nur noch ein weiterer Schritt. Wie wäre es damit, den Schirm zuzumachen? Der Schirm lässt sich nicht schließen, oder? Der Ball muss im Weg sein. Na gut, wir müssen ihn vielleicht gar nicht schließen. Sondern? Ah, ich habe eine Idee. Ich kann doch jetzt... Moment, Sizzle, du musst da raus. Ach so, Rakete ist nochmal. Jetzt kann Rakete... Ja, jetzt kann er die tauschen. Ja, dafür brauchen wir den Reifen. Okay, gut, er ist doch nicht sinnlos. Da, wir haben den Ball bewegt. Was meinst du, Rakete? Ja, komm, das kann man gut tauschen. Wenn der Ball dort liegt, schaffe ich es ganz bestimmt. In ein paar Sekunden tauschst du Mino mit dem Blatt. Und dann kannst du von dort Mino erneut tauschen. Der entscheidende Moment ist nah. Rakete, bist du bereit? Aber hallo! Ja, oh, ihr ahnt gar nicht, was das gerade für ein tolles Gefühl ist, dass ich auf einmal dieses Rätsel gelöst habe. So, ja! Jetzt hat's geklappt, jetzt hat's funktioniert. Ah, das ist so schön. So, ich muss erstmal abwarten, bis er da runterfällt. Ja. Weil jetzt kann ich noch nichts machen, oder? Ich komme auch nicht an das Blatt ran, nein. Okay. Los, Camilla, schubs ihn weg. Also mach's besser nicht, du wirst so oder so entführt, aber. Ja, komm, lass mich in die Geisterwelt gehen. Achso, er hat das schon Was? Jetzt, ja, boah. Okay, schau zu, Sizzle, und los geht's. Die letzten Momente. Du schaffst es, Rakete. Tausche Mino mit dem Ball. Ja, so schwer ist das jetzt nicht, ne? Oh, wunderbar, es funktioniert. Pock. Haha. Aber wo ist jetzt eigentlich die Musikbox hin? Die hat er doch aufgesammelt. Da, wie ist das? Mein Kopf wurde verschont. Das war ein Versuch, der den Göttern alle Ehre macht. Und Mino ist genau da, wo er hingehört. Wir haben es wieder geschafft, oder? Schicksal abgewendet. Niemand muss sterben. Außer einem kleinen, tapferen Krieger. Hä? Ich spreche von Tierrakete. Oh, ich? Du hast recht. Ich bin noch immer tot, oder? Dann lass uns gehen und dein Leben retten. Warte mal. Was ist? Wenn ich so darüber nachdenke, will ich lieber noch ein bisschen tot sein. Was? Als ich am Leben war, konnte ich Fräulein Camilla nicht helfen, wenn sie in Not war. Und ich will Fräulein Camilla beschützen können. Und dazu brauche ich diese Kräfte, die ich jetzt habe. Ich verstehe. Das ergibt Sinn. Selbst ich hätte gerne solche Kräfte. Hey, wir haben sie gerade gerettet. Wünschen Sie sich nicht schon wieder den Tod? Oh, natürlich. Sie haben recht. Okay, Rakete, wie du willst. Übrigens, Herr Wagemut, da gibt es jemanden, der seine Spieldose wieder haben will. Wenn wir in der Gegenwart sind, können Sie sie ihr zurückgeben? Sicher, Sie haben mein Wort. Dann zurück in die Gegenwart. Wunderbar, damit hätten wir dieses Rätsel gelöst und einen weiteren Tod verhindert. Das fühlt sich doch gut an. Tja, und so endete Camilla in den Händen der Entführer. Das konnten wir nicht ändern. Lynn hört sich meine Geschichte ohne ein Wort zu sagen an. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich hätte etwas tun können. Du hast dein Bestes gegeben. Ich bin mir sicher, dass es ihr gut geht. Schließlich hat sie mich. Ach, er ist ja immer noch im Blatt drin. Cool. Falsche Stimme. Rakete, bist du da drin? Fräulein Lynn, überlass Camilla ruhig mir. Ich sehe jetzt vielleicht nicht sehr stark aus, aber ich kann dir ganz sicher helfen. Rakete. Eek. Und weg ist Rakete. Tschüss. Fräulein Lynn. Wir werden uns garantiert wiedersehen. Tja, aber wir müssen jetzt erstmal wieder alleine klarkommen, ohne Rakete. Ich überlasse es Rakete. Sieht aus, als wäre Rakete in die Luft gegangen. Oh, brumm, tsch, das war ein schlechter Witz. Oh. Oh Gott, der Typ ist auch irgendwie komisch. Ich muss Ihnen etwas geben. Sie dürfen den Park nicht zum Wohngebiet umbauen. Schützt den Park, den Fels der Götter.
Vergessen Sie nicht Ihr Versprechen? Oh, Verzeihung, Verzeihung. Entschuldigen Sie, das ist für Sie. Oh. Die Spieldose mit der Pistole. Hat sie die gerade in ihren Mantel gesteckt? Ernsthaft? Als ob die da reinpasst. Sie haben auf die Spieldose aufgepasst? Danke. Nicht der Rede wert. Ich tue nur, was der Fels der Götter von mir verlangt hätte. Nanu, was ist jetzt mit dem los? Was ist los? Haben Sie Ihre Zunge verschluckt? Er ist von meiner Schönheit verzaubert. Hey, du kannst doch deine Zunge gar nicht verschlucken. Irgendwie kriege ich Lenz Stimme gerade überhaupt nicht hin. Verzeihung, aber Sie sind... Das kann nicht sein. Kennen wir uns? Sie sind sich nicht... Sind Sie nicht das kleine Mädchen von damals? Ich werde es nie vergessen. Es war vor 10 Jahren in diesem Park. Vor 10 Jahren? Sprechen Sie von... Na, von was denn? Reden wir erstmal mit Lin. Kennst du diesen komischen jungen Mann, Lin? Ich erinnere mich nicht, aber er sagte vor 10 Jahren und in diesem Park. Das kann nur eine Sache bedeuten. Ich sollte wohl lieber mal mit dem Parkjungen sprechen. Ihr Park wird das Schicksal von den Göttern gelenkt. Heute vor 10 Jahren haben wir uns schon einmal getroffen. Wenn das nicht die Macht der Götter ist, was dann? Natürlich, wenn man sich innerhalb von 10 Jahren zweimal sieht, dann ist das die Macht der Götter. Es könnte Zufall sein, aber scheinbar kennen Sie unsere Kommissarin hier. Können Sie uns davon erzählen, was vor 10 Jahren geschah? Ja, natürlich. Das wollte ich gerade tun. Fels der Götter? Was ist dieser Fels der Götter, von dem Sie dauernd reden? Wissen Sie das nicht? Er ist genau dort vor uns. Da, wo Raketes Leiche liegt. Der Arme. Rakete. Warten Sie mal, Sie sagen Götter, aber meinen Sie Köter? Natürlich nicht, wir albern. Jetzt ist keine Zeit für Reime. Sie stehen direkt über dem Fels der Götter. Schauen Sie sich das Monument einmal genauer an. Monument? Fels der Götter, Temsig Park. Der Fels der Götter? Der Stein da unten, ha? Huh? Der Fels liegt dort vergraben im Boden. Da liegt er schon seit 10 Jahren. Seitdem er vom Himmel gefallen ist und uns ein Wunder gezeigt hat. Ein Wunder? Also ist dieser Fels, von dem Sie reden, ein Meteorit? Genau. Er fiel an diesem Tag vor 10 Jahren vom Himmel. Aber natürlich. Sie wissen sicher alles darüber. Ich? Was ist denn vor 10 Jahren passiert? An diesem Tag ging ich zufällig durch den Park. Ich hatte keine Ahnung, dass der Tag mein Schicksal ändern würde. Die Sonne ging unter und im Zwielicht hörte ich den Schrei eines kleinen Mädchens. Beruhigen Sie sich. Legen Sie die Waffe weg. Zurück. Wenn Sie näher kommen, erschieße ich Sie. Ja, das ist Jode. Ich spähte vorsichtig hinter den Büschen vor und sah zwei schattenhafte Gestalten. Ich konnte das Gesicht des Verbrechers klar erkennen. Ich wusste, dass ich helfen sollte, aber ich konnte mich nicht bewegen. Die Spannung war so greifbar, dass es fast wehtat. Als ich es nicht mehr aushielt, passierte es. Der Himmel wurde auf einmal bläulich-weiß. Und da kommt der Meteorit runter, ha? Dann krachte er zu Boden. Es fielen viele schöne Splitter vom Meteorit. Und dann sah ich es. Einer der schönen Splitter bohrte sich in den Rücken des Verbrechers. Also hat Jode gar nicht auf ihn geschossen. Die Götter haben an diesem Tag im Park ihr Urteil gesprochen. Okay.
Vor 10 Jahren wurde das kleine Mädchen, also sie, vom Fels der Götter gerettet. Oh je, ich kann es nicht glauben. Man nannte den Fels Temsig. Und noch heute ruht er in der Erde des Parks. Temsig, den Begriff haben wir doch schon mal gehört, oder? Ich habe nichts von diesem Temsig gewusst. Ich dachte immer, Kommissar Jode hätte mich gerettet. Sie waren damals sehr jung. Und sie sind durch den Schock der Geiselnahme ohnmächtig geworden. Aber das ist schon komisch. Ein so großer Vorfall hätte einen riesigen Aufruhr auslösen müssen. Merkwürdig, dass du nie davon gehört hast, Lin. Ja, oder? Aber wenn ich so darüber nachdenke, erinnere ich mich, dass ich gar nicht wissen wollte, was passiert ist. Ich habe die Nachrichten ignoriert und bin nie weiter hergekommen. Ich bin nie wieder hergekommen. Daher wusste ich nichts davon. Der Meteorit wurde nach diesem Park, Temsig, genannt. Und dann geriet der Fels der Götter in Vergessenheit. Jetzt geht etwas Schlimmes vor sich. Sie wollen den Park in ein Wohngebiet verwandeln. Ich werde das Wunder, das ich an diesem Tag erlebt habe, niemals vergessen. Also bin ich hier in den Park gezogen und appelliere an die Leute. Schützt den Park, den Fels der Götter. Das ist meine Mission. Ich verstehe. Okay. Und vor diesen Meteoriten ging dann diese seltsame Aura aus, die wir gesehen haben. Also als wir gesehen haben, wie Rakete gestorben ist, meine ich. Dich nehme ich mit, Rakete. Das kleine Mädchen Lin, vor 10 Jahren wusste nichts von dem Meteoriten. Das verstehe ich. Kommissar Jode wiederum, er kann dieses Temsig-Ding nicht übersehen haben. Und wenn er es wusste? Und der Mann starb. Ich nahm ihm sein Leben. Was hat es dann mit diesem Geständnis dann auf sich? Der Fels der Götter, der vor 10 Jahren vom Himmel fiel, hat vielerlei Schicksale verändert. Wie kleine runde Wellen in einem See, wenn man einen Kiesel hineinwirft. Mit jeder Antwort, die ich finde, stellen sich mir neue Fragen. Werde ich vor Tagesanbruch alle Rätsel lösen können? Jetzt, da wir den Beweis haben, den wir brauchen, treffen wir uns erneut mit dem Minister in seinem Büro. Außerdem gibt es noch einiges, was ich Jode fragen möchte. Da ist sie, die Spielbox. Die Spieldose. Wir haben die Spieldose gefunden, Kommissar Jode. Gut gemacht, Lin. Ich wusste, dass du es schaffen würdest. Ich wollte ursprünglich, dass du sie ihm gibst, sobald ich, nun ja, die Sache ausgesessen hätte. Ihm? Sie meinen Inspektor Cabanela, nicht wahr? Ich vermute, dass er mir nie verzeihen können wird. Kommissar Jode. Nun denn, öffnen wir das Ding. Es gibt da einen kleinen Trick. Kleiner Trick. Rohe Gewalt. Ja, genau was ich gerade gesagt habe. Oh. Bitteschön. Ja, guck doch nicht in die Röhre rein. Oh Mann, du bist echt ein Trottel, Justizminister. Am Griff sollten Brandflecken zu sehen sein. Brandflecken? Als Camilla ihre Falle gebaut hat, verwendete sie eine besondere Schnur. Magier verwenden solche Schnüre. Sie brennen völlig ab und sind dann verschwunden. Warum würde die kleine Camilla so etwas benutzen? Keine Ahnung. Vielleicht, weil sie die Tochter eines Kommissars ist. Keine Spuren hinterlassen und so weiter. Im Polizeibericht stand etwas von Brandflecken. Ja, das haben wir ja gesehen. Die Schnüre sind wirklich komplett weggebrannt. Als es passierte, sah Camilla... Moment, wer sagt das? Egal, ich lese das einfach normal vor. Als es passierte, sah Camilla von ihrem Versteck aus zu. Sie sah, wie die Flamme zur Waffe lief. Das war nicht Teil ihres Entwurfs. Ah, Jode liest es vor. Okay. Ich nahm die Pistole aus dem Rahmen und ersetzte sie durch ein Bild. Wenn man das Bild abnimmt, sollten am Rahmen auch Brandflecken sein. Und diese Flecken sollten zu denen auf der Pistole passen. Mit anderen Worten? Das beweist, dass die Falle an diesem Tag im Raum war. Oder dass die Waffe an dem Tag im Raum war, oder? Und sie funktionierte nicht so, wie das Mädchen wollte, ja? Genau. Irgendein feiger Widerling hat sie verändert.
Aber dieser Sachverhalt wurde vor Gericht nicht angeführt. Also muss ich als Justizminister die Hinrichtung jetzt absagen. Ich habe es doch gewusst. Kommissar Jode ist unschuldig. Endlich können wir es beweisen. Zum Glück. Vielen Dank, Lynn. In deinen Augen erkenne ich noch das kleine Mädchen von vor 10 Jahren. Und du wirst mir jetzt ein paar Fragen beantworten zu dem Ereignis von vor 10 Jahren. Aber erstmal rede ich mit dem Justizminister und mit Lynn. Ach, ich komme gar nicht an Lynn ran, egal. Was haben sie denn? Ich weiß es nicht. Was hätte ich vor 5 Jahren tun sollen? Damals konnte niemand von dem Wesen des Manipulators wissen. Niemand trägt Schuld, dass wir die Wahrheit nicht kannten. Glauben Sie das wirklich? Natürlich. Außerdem, was jetzt zählt, ist zu entscheiden, was wir als nächstes tun. Habe ich recht? Sie hat recht, Herr Minister. Ja, natürlich. Das hat sie in der Tat. Was haben Sie denn nun? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll. Sie finden es schon aus... Jetzt ist es mit meiner Sprachgewandtheit ganz am Ende. Mit meiner Rede... Bla, ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich kann einfach nicht mehr labern. Sie finden es schon noch heraus. Wie glauben an Sie? So, ja, an Lynn komme ich nicht ran, deswegen reden wir mal mit Jode. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Sissel, wären Sie heute Abend nicht in meine Zelle gekommen, wäre ich jetzt tot und hätte nie von alledem erfahren. Das verdiene ich. Das habe ich mir in den letzten 5 Jahren immer wieder gesagt. Aber jetzt liegen die Dinge ganz anders. Sie haben mir endlich die Augen geöffnet. Heute Abend kam ich mit vielen Leuten in Berührung und wurde Teil ihres Schicksals. Und der einzige Grund dafür war, dass ich mein Gedächtnis zurückerlangen wollte. Aber jetzt liegen die Dinge in der Tat anders. Wir sind irgendwie miteinander verbunden. Ich weiß es einfach. Und daher muss ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen, um die Wahrheit über uns herauszufinden. In Ordnung, schießen Sie los. Erstmal über den Manipulator. Sissel hat mir alles darüber erzählt, Kommissar Jode. Über den Manipulator. Ja, und wie es scheint, hat der Manipulator sich auch am Minister ausgelassen. Bitte regen Sie den Minister nicht auf. Wenn er wieder stirbt, muss ich ihn retten. Sissel, glaubst du, dass das Gleiche mit mir geschehen ist? Wovon sprichst du, Lynn? Sag nicht, dass du auch manipuliert wurdest. Ein Teil von mir konnte es einfach nicht glauben. Diese Aufnahme von der Person, die mich erschossen hat. Das erzählt ja gar nicht Lynn. Aber das erzähle ja ich. Aber jetzt sehe ich dafür eine neue Erklärung. Aber wer ist es und warum hat er es getan? Nein. Oh, Gott sei Dank. Der Emulator hat sich gerade kurz aufgehängt. Camillas Falle. Die Falle war ein Geburtstag... Ich hoffe, das Kapitel ist bald zu Ende, damit ich mal meine Zunge ein wenig entspannen kann. Die Falle war eine Geburtstagsüberraschung für Camillas Mutter, oder? Genau. Etwas daran stört mich. Ich habe das Gefühl, dass ich dieses Gerät von irgendwoher kenne. Das ist nicht überraschend. Du hast heute Abend wegen dieser Falle dein Leben verloren. Wirklich? Ich wusste es. Sehen Sie, Kommissar Jode? Tut mir leid, aber... ich sehe nichts. Ich erzähle Kommissar Jode davon. Ja, das war hier im Keller vom Schrottplatzgebäude. Ich sage ihm, dass ich exakt die gleiche Falle heute schon an einem anderen Ort gesehen habe. Ja, bei dem Taubenmann im Keller, aber was hat der damit zu tun? Das ist wirklich merkwürdig. Ein Schrottplatz am Stadtrand. Diesen Ort kenne ich nicht. Und zudem habe ich nie irgendjemandem von der Falle erzählt. Haben Sie nicht? Der alte Taubenmann. Wer zur Hölle ist das nur? Okay, reden wir noch über Temsig. Kommissar Jode, Sie müssen diesen Namen schon einmal gehört haben. Temsig. Der Meteorit, der vor 10 Jahren in den Park gestürzt ist. Sie waren damals dort. Also haben Sie davon erfahren, ja? Ich habe gehört, dass der Meteorit Lynn das Leben gerettet hat. Das stimmt. Ich konnte Lynn an diesem Tag nicht helfen. Aber dann verstehe ich nicht... Wenn es wahr ist, dann haben sie doch keinem das Leben genommen. Wovon redest du? Kommissar Jode, Sie haben gesagt, dass derjenige, der vor 10 Jahren den Eindringling im Park tötete,
sie waren. Was? Aber der Meteorit! Ich habe nicht gelogen. Ich habe diesem Mann das Leben genommen. Zweifellos, ich alleine. Ich wollte gerade schießen. Wäre der Meteorit nicht gewesen, hätte ich im nächsten Moment geschossen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits ein Mörderer. Ja, Entschuldigung, ich müsste gerade husten, das werde ich aber rausschneiden. Das stimmt nicht. Sie wollten mich retten. Lynn, es tut mir leid, aber so ist es leider nicht. Hä? Die Wahrheit vor 10 Jahren. An diesem Tag vor 10 Jahren gab es einen anderen Ort. Gab es an einem anderen Ort einen anderen Vorfall. Einem anderen Ort? Ja, im Befragungsraum des Polizeiquartiers. Die schlimmste Sorte Vorfall. Ein Verdächtiger ist vor der Vernehmung geflüchtet. Was? Das wusste ich nicht. Ich war zufällig vor Ort, also habe ich die Verfolgung aufgenommen. Glücklicherweise, oder eher unglücklicherweise, konnte ich ihn allein im Park stellen. Bleiben Sie stehen. Ich habe einen Warnschuss abgefeuert. Ich wollte ihn unbedingt fangen. Der Warnschuss hat ihn in Panik versetzt. Zu der Zeit war ich jung und unerfahren und hatte einen übersteigerten Gerechtigkeitssinn. Ich habe ihm Angst gemacht und dich dadurch mit hineingezogen, Lynn. Es war meine Schuld. Kommissar Jode. Ich sah nur noch mein Ziel. Nicht mal dich habe ich noch gesehen. Es tut mir so leid, Lynn. Also starb der Mann, der mich an jedem Tag geschnappt hat? In den letzten 10 Jahren habe ich nie sein Gesicht vergessen. Und dann, ein paar Jahre später, als Alma auf so mysteriöse Weise starb, dachte ich, es sei mein Schicksal, die Strafe für meine Taten. Da, seht ihr? Das meinte ich. Da ist Temsig zu sehen, im Hintergrund an der Wand von Jodes Zelle. Also dieser Milo auf dem Temsig Park. Und dahinter, das Rote, ist wahrscheinlich die Explosion von Meteoriten. Ich habe in meiner Zelle Bilder gemalt. Ausschließlich Porträts. All die Gesichter von Leuten, die ich niemals vergessen wollte. Aber warum hat er uns dann gemalt? Und heute Abend habe ich mein letztes Porträt beendet. Vom letzten Gesicht, das ich niemals vergessen wollte. Ja, das haben wir gesehen. Das letzte Gesicht. Das Gesicht des Mannes aus dem Park an jenem Tag. Moment mal. Das kann nicht sein. Ich habe dieses Bild gesehen. Ich habe das Gesicht gesehen, das sie heute Abend gemalt haben. Ja, das sind wir. Das ist Sissel. Das war mein Gesicht. Wollen Sie etwa sagen, dass ich damals der Mann im Park war? Das stimmt. Ihr Gesicht ist das Gesicht, das ich vor 10 Jahren sah. Das Gesicht des Mannes, dessen Leben mich nahm und der vor Ort für tot erklärt worden ist. Aber warten Sie, Kommissar Jode. Das kann nicht sein. Ich habe Sissel heute zum ersten Mal getroffen. Und er ist vor meinen Augen gestorben. Übrigens, der Name, unter dem ich den Mann kenne, ist nicht Sissel. Was? Vom ersten Moment an, als ich sie heute sah, habe ich mich gefragt, wer in aller Welt ist dieser Typ? Ich... Herr Minister. Inspektor Cabanela, wo sind Sie? Bleiben Sie ruhig und hören Sie zu. Dies ist unsere Forderung. Was? Forderung? Unsere Forderung hat sich nicht geändert. Die Hinrichtung muss noch heute Abend stattfinden. Sobald wir wissen, dass sie durchgeführt wurde, lassen wir die Geisel frei. Wovon reden Sie, Inspektor Cabanela? Und ich weiß, dass es nicht meine Tochter ist, die entführt wurde. Macht das einen Unterschied? Ein Leben ist ein Leben. Selbst wenn es die Tochter eines Todeskandidaten ist. Sobald der Verbrecher seine gerechte Strafe erhalten hat, lassen wir die Geisel frei. Führen Sie die Hinrichtung sofort durch und warten Sie auf unseren Anruf. Moment mal, Cabanela ist ein Verräter? Was ist der Herr Minister? Sie sehen noch bleicher aus als sonst. Nein, nicht aufhängen. Oh, ernsthaft?
Ich wette, das Kapitel ist gleich zu Ende. Warum zur Hölle hat sich der Emulator jetzt aufgehängt? Lasst uns noch einen Moment warten. Ein, zwei Minütchen. Vielleicht tut es ja gleich wieder. Ich hoffe es zumindest. Das ist jetzt schlecht. Ja, mein PC spackt auch in letzter Zeit so ein bisschen rum. Und wird irgendwie zeitweise ziemlich langsam. Und ich weiß einfach nicht, woran es liegt. Mein Prozessor läuft normal zu diesen Zeiten auf 25%. Mein RAM ist auch so zwischen 25% und 40% nur ausgelastet. Und wenn ich mit meinem Aufnahmeprogramm teste, was für eine Schreibgeschwindigkeit ich auf die Festplatte habe, dann ist es auch bei 60 bis 70 Megabyte die Sekunde. Also ich habe echt keine Ahnung, woran es liegt. Und ich fürchte, das wird nichts mehr mit dem Emulator. Deswegen werde ich jetzt hier einen Schnitt machen und den Rest dann später nochmal aufnehmen und hochladen. Wahrscheinlich sind das dann irgendwie nur 10 Minuten oder so, aber das ist jetzt halt Pech. Naja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und gerade an dieser blöden Stelle hat es sich aufgehängt. Das ist echt so ein Cliffhanger jetzt. Aber nun gut, dann werde ich mich gleich mal dran setzen, wieder bis hierhin zu spielen, denn was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dann!